Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Herzlich willkommen auch bei unserem Video, was kannst du statt sagen, sagen? Antworten. Ich sage ihr, dass sie lernen soll. Sie sagt mir, dass sie keine Zeit habe. Sie antwortet mir, dass sie keine Zeit habe. Erzählen. Er hat mir gesagt, dass er jetzt mit Martin Deutsch lernt. Er hat mir erzählt, dass er jetzt mit Martin Deutsch lernt. Mitteilen. Leider muss ich Ihnen sagen, dass wir nicht kommen können. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir nicht kommen können. Meinen. Er hat gesagt, dass er keine Lust habe. Er hat gemeint, dass er keine Lust habe. Sich unterhalten. Er hat etwas gesagt und dann hat sie etwas gesagt. Dann hat er wieder etwas gesagt. Sie haben sich unterhalten. Beschreiben. Kannst du mir sagen, wie er aussieht? Kannst du mir beschreiben, wie er aussieht? Berichten. Kannst du mir sagen, wie das Meeting war? Kannst du mir vom Meeting berichten? Erklären. Sie sagt ihm, wie die Waschmaschine funktioniert. Sie erklärt ihm, wie die Waschmaschine funktioniert. Informieren. Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich mit dem Produkt nicht zufrieden bin. Ich muss Sie leider informieren, dass ich mit dem Produkt nicht zufrieden bin. Ausrichten. Kannst du dem Chef sagen, dass ich krank bin? Kannst du dem Chef ausrichten, dass ich krank bin? Melden. Die Polizei hat in der Zeitung gesagt, dass sie einen Dieb sucht. Die Polizei hat in der Zeitung gemeldet, dass sie einen Dieb sucht. Behaupten. Er hat gesagt, dass ich nicht fleißig lerne. Das stimmt nicht. Er hat behauptet, dass ich nicht fleißig lerne. Das stimmt nicht. Diskutieren. Wir sagen unsere Meinung zum Thema Autoverbot. Wir diskutieren über das Thema Autoverbot. Bestätigen. Können Sie mir sagen, ob ich das Geld wirklich bekomme? Können Sie mir bestätigen, dass ich das Geld bekomme? Kritisieren. Er hat gesagt, dass meine Arbeit nicht gut ist. Er hat meine Arbeit kritisiert. Das waren also viele Verben zum Thema, was kannst du statt sagen, sagen. Mehr Infos gibt's hier, da gibt's auch unsere Kurse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.